Tada! Gleich geht es los mit dem Garngeplauder von Dornröschenwolle hier aus dem schönen Atelier in Nienburg an der Weser. Dort warten all die schönen handgefärbten Stränge auf dich und du kannst durch den Dornröschenwolle-Shop stöbern und dir deine Schönheiten aussuchen. Und gleich starten wir mit all den Neuigkeiten. Ja, dann wollen wir mal herzlich willkommen zum Garngeplauder von Dornröschenwolle. Schön, dass du wieder reinschaust. Ich bin Christine und ich bin die Handwerkerin bei Dornröschenwolle, die Online-Shop-Betreiberin. Und ich nehme auch das Video für dich auf. Jeden Freitag gibt es ein Garngeplauder, jeden Mittwoch eine Garnvorstellung mit einem kleinen Rabatt. Also immer Mittwochs gibt es einen kleinen Rabatt. Das heißt, wenn du jetzt gerade neu hier bist, um nichts zu verpassen, abonniere den Kanal und oder trag dich zum Newsletter ein. Da gibt es das dann alles nochmal schriftlich. Kannst du nachgucken. Ja, Garngeplauderzeit. Was heißt das? Ich habe hier bergeweise Wolle vorbereitet, die ich euch jetzt alle zeigen werde. Und ich werde euch zeigen, was ich auf den Nadeln habe. Und es gibt neue Wolle im Dornröschenwolle-Shop, ganz, ganz neue Garne. Also bleibt dran. Und dann siehst du es. Wir fangen mal am besten an mit der Mütze. Und zwar habe ich euch ja jetzt schon ein paar Mal von der Mütze, meiner Lieblingsmütze erzählt. Das ist diese hier. Das ist der Schnitt, den ich am liebsten mag. Ich finde, der steht mir total gut. Und genau, das hängt dann so ein bisschen runter. Ist so ein Beanie-Schnitt. Man kann das wunderbare Handmade-Label nach vorne tragen. Das machen meine Töchter so. Ich hätte es jetzt an die Seite getan. Finde ich auch irgendwie ganz schön. Aber ja, man kann da flexibel sein. Und das ist meine Lieblingsmütze und ich mag die sehr. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal noch einen Schal dazu und habe mit einem schönen Muster, das ist der Schal Uppsala, den ich nicht da habe, weil den meine Töchter jetzt haben. Also alle meine Modelle sind jetzt quasi, werden benutzt und sind unterwegs, was nicht ganz tragisch ist. Ich stricke einfach nochmal neun. Ich bin nur nicht dazu gekommen bis jetzt. Also ich meine, ich kann nicht zaubern. Dauert also noch einen Moment. Dies ist die Lieblingsmütze. Genau. Und die Strickanleitung für die Lieblingsmütze kannst du jetzt als PDF bekommen ab November. Heute haben wir ja November, also am Freitag, wenn du es siehst, ist November. Das heißt, du bekommst sie dann als PDF und kannst sie kaufen im Dornröschenwolle-Shop und dann kriegst du sie gemailt. Und zwar immer zu meinen Bürozeiten. Also wenn du sie abends bestellst und ich mache dann nicht mehr Büro, dann bekommst du sie dann in der nächsten Bürozeit. Also werktags von Uhr, blablabla. Genau, kannst du dir vorstellen. Und es gibt diese Mütze, die Lieblingsmütze und die Mütze Uppsala. Das ist die mit dem Muster, mit dem gleichen Muster. Also es ist der gleiche Schnitt wie die Lieblingsmütze, also genau gleich. Aber die hat ein Muster. Ein ganz, ganz wunderbar einfaches Rechts-Links-Muster. Und wenn du das magst, dann kannst du die Anleitung für die Mütze Uppsala auch bekommen als PDF im Dornröschenwolle-Shop jetzt im November und auch die Anleitung für den Schal Uppsala. Ich habe das im Moment, glaube ich, bei Strickanleitungen drin und bei Neuheiten. Also musst du mal gucken. Ich weiß nicht, ist vielleicht nicht ganz so gut sortiert im Moment. Ich bin so busy hier, dass ich einfach diese Kleinigkeiten wie den Shop sortieren gerade irgendwie immer nach hinten schiebe. Also es kommt dann irgendwann, dann ist das auch wieder ein bisschen besser sortiert, aber ich denke, du wirst es finden. Für diese Mütze habe ich die ganz, ganz neu im Dornröschenwolle-Shop sich befindende Blueface Leicester DK Fleece von den West Yorkshire Spinners genommen. Das ist einfach ein richtig, richtig schönes Wollgarn. Britische Wolle, total schöner Faden, die Farben sind total schön. Ich liebe, liebe, liebe sie. Hat eine Lauflänge von 225 Meter auf 100 Gramm. Also so richtig, richtig gut mit Vierernadeln schnell zu stricken. Super schön für so Mützen und Schals und super schön auch für Oberteile. Es sind nicht alle Farben da. Also ich hatte am Anfang alle Farben, die werden so schnell ausverkauft. Und dann gibt es immer so, also ich habe alles bestellt und es kommt dann immer so schubweise und dann ist es sofort wieder verkauft. Also es ist total schön, dass ihr es auch so liebt, was ich super gut verstehen kann, weil die ist einfach so, so schön. Und es gibt im Moment vier Farben, die gerade eben noch ausverkauft waren, aber jetzt gerade sind sie da. Und das ist Foxglove. Die ist da. Dann hat es Amber gerade vorrätig. Es hat Bramble vorrätig und Fossil.
Und ich finde die vier zusammen ja schon auch irgendwie total schön. Also selbst da kann man ja wunderbar so einen Schal draus stricken. Der Schal wird gestrickt aus 3 Strängen von diesem Blueface Lester, also 3 × 100 Gramm. Hat dann eine Länge von 2,70 Meter und eine Breite von, ich glaube, 25 Zentimeter, irgendwie sowas in dem Dreh. Also eben so ein ganz normaler Schal. Und du kannst 3 Stränge von einer Farbe nehmen und dazu passend die Mütze machen. Du kannst auch die Mütze und den Schal in verschiedenen Farben stricken. Also die Mütze in einer Farbe, wie beispielsweise Bramble, und dann den Schal so oder wie auch immer. Das finde ich auch total schön, weil diese Farben so schön alle zusammenpassen. Da kann man die einfach super gut miteinander verstricken. Wenn du jetzt sagst, ich mag es aber gerne jetzt stricken und nicht warten auf, vielleicht kommt dann nochmal Nachschub von dem Garn, dann kannst du genauso gut die Lovely Merino Treat von Rosy Green Wool nehmen für dieses Set. Und zwar ist die, das ist Bio-Merino-Wolle und die ist noch ein bisschen, ja, glatter irgendwie, kann man gar nicht anders beschreiben. Also auch total schön zu tragen sind sie beide. Und das eine hat halt, also die Blueface Lester Haarfasern sind halt so ein bisschen mehr gelockt. Und das merkt man eben auch im Faden. Und die Fasern von der Merino-Wolle sind eher so ein bisschen glatt. Und das merkt man eben auch. Und ja, da musst du gucken, was dir besser gefällt, vor allen Dingen auch welche Farbe dir gut tut, und dann leg los, gönn dir das, ist einfach ein richtig schönes Set. Du kannst dir aber auch das Ganze aus einem anderen Dekega anstricken. Da gibt es noch ein paar bunte Farben der Dornröschens handgefärbten Merino-Wolle, die geht super gut. Oder aber die Yak-Seide-Wolle geht auch super gut. Da gibt es diese 4 Farben im Moment noch, also auch ein bisschen ausgesucht. Und ich weiß nicht genau, wann ich dazu komme, die wieder zu färben. Es hängen gerade so schöne Garne und trocknen hier. Ach, da freut euch mal schon auf nächste Woche. So, so, so schön. Ja, Freitag, der 1. November, an dem du das siehst. Mein Papa hat heute Geburtstag. Das heißt, ich bin nicht da. Also ich bin nicht hier, sondern da. Und feiere mit ihm seinen Geburtstag zusammen mit all meinen Kindern, meinem Bruder und seiner Familie. Und ich weiß nicht, wer alles noch kommt. Das wird bestimmt sehr nett. Deswegen habe ich dieses Video schon am Mittwoch aufgenommen und bearbeitet. Wir haben am Donnerstag ja einen Brückentag, einen Feiertag hier in Niedersachsen. Dann haben wir einen Brückentag am Freitag. Und naja, bis zu so einem Geburtstag nimmt man sich dann ja schon gern mal die Zeit, um dann hinzufahren. Meine Eltern wohnen in der Nähe von Greifswald, also ist es immer noch so ein bisschen dahin zu fahren, so ganz in den Norden und ganz ans östlichste Ende. Ja, freue ich mich schon. Also im Moment freue ich mich drauf, und in dem Moment, wo du es guckst, esse ich wahrscheinlich Torte und feiere Geburtstag. Ja, auch schön. Und führe meine Mützen aus. Wenigstens eine von beiden kann ich jetzt immer abwechseln. Ja, so viel zu diesen Mützen. Dann wollte ich noch euch erzählen von der Sockenwolle. Die handgefärbte Sockenwolle ist gut gefüllt im Moment. Da gibt es eine schöne Auswahl, auch an herbstlichen Farben. Die waren beim letzten Mal so schnell ausverkauft. Und da habe ich einfach ein paar mehr gemacht, sodass wir einfach davon noch ein bisschen was haben. Und das ist Blätterhaufen. Diese Farbe ist Herbstleuchten. Dann gibt es großes Vergnügen. Das ist die hier und ich mag sie einfach alle, ist ja klar. Diva, die Diva ist ja so ein Klassiker, ich auch sehr. Dann haben wir Neptun, so Grün-Blautöne muss man einfach immer haben. Und Krakenfamilie mag ich eben auch gerade ganz, ganz sehr. Das sind die Sockenwollfarben, die ganz neu sind. Es gibt noch ein paar ältere im Shop, geh einfach mal gucken. Auch die dicke Sockenwolle hat gerade schöne Farben und da lohnt es sich eben auch mal reinzustöbern. Ja, dann wollte ich euch erzählen vom letzten Färbeworkshop. Der letzte Färbeworkshop. Ich sage ja immer, es ist immer schön. Also es ist noch niemals, waren hier, also es waren immer nette, es ist immer eine schöne Gruppe. Also es ist halt einfach irgendwie, es kommen so tolle Menschen. Und manchmal tut es mir ein bisschen leid, dass ich nicht sitzen kann und mit euch einfach nur quatschen und stricken und Kaffee trinken oder Tee und es einfach irgendwie genießen, so gemeinsam zu sein. Ich bin ja dabei, zu unterstützen beim Färben und ja, wir wechseln uns dann immer ab, sodass ich einfach wirklich Zeit für jeden einzeln habe und ja, jeder ganz viel Ruhe hat, seine eigene Kreation entstehen zu lassen und jeder die Unterstützung bekommt, die er braucht. Jede, also wir sind fast immer
Frauen. Und es sind 5 Frauen gewesen, jetzt am letzten Samstag, die hier mit mir gefärbt haben. 5 wundervolle Frauen. Also wirklich richtig, richtig schön. Wenn ihr es gerade seht, ich wink mal zu euch rüber. Und alle, die schon mal da waren, genau das Gleiche gilt für euch. Es war einfach immer richtig, richtig schön. Und es ist auch so, dass diese Farbkreationen, die da entstehen, mich auch immer wieder begeistern und berühren. Und das ist einfach so schön, das gemeinsam zu haben. Ich mag es sehr. Wirklich, wirklich. Und ja, es ist zwar ein bisschen, also ich meine, ich könnte auch am Samstag, an so einem Samstag auf dem Sofa sitzen und stricken, wäre auch okay. Aber es ist schon auch ganz, ganz besonders, hier zu sein und mit euch zu färben. Also ich genieße das wirklich sehr und bin so dankbar, dass ihr kommt bis nach Nienburg und hier einfach ein Wochenende an der Weser verbringt, ein paar Tage verbringt, wie auch immer. Oder einfach nur um die Ecke kurz rumkommt und wir gemeinsam färben. Das tut einfach gut und ich liebe das. Und deswegen gibt es auch im nächsten Jahr wieder Färbe-Workshops. Genau die gleichen Samstag, also eigentlich ist das gleiche Spiel, es ist Samstag und es ist immer von 11 bis 17 Uhr. Ich denke halt einfach so eine gute Uhrzeit, um morgens nicht so gehetzt zu sein. Also falls du noch von weiter her anreist, dass du bis 11 kann man gut da sein. Und 17 Uhr und es ist dann Schluss, dann ist man auch durch, also müde und hat seine Sachen fertig und dann hat man einfach einen schönen Tag gehabt und kann es nett ausklingen lassen. Und wenn du noch eine Stunde Fahrt hast oder 2, dann kannst du auch noch gut nach Hause fahren nach so einem Workshop. Deswegen diese Uhrzeit. Und wir haben dann genug Zeit, um hier zu färben gemeinsam, ein bisschen was über Farben zu lernen. Also wie das funktioniert mit dem Wollefärben, das nimmt man so mit. Und ansonsten probieren wir viel aus und du darfst dich einfach ausprobieren und mit Farben sein. Ja, und wir färben hier gemeinsam gewöhnlicherweise Wolle für ein größeres Projekt, also für einen Pullover, eine Jacke oder ein Tuch oder so. Und da kannst du dir vorher gut überlegen, was du haben möchtest und wie das denn sein soll. Und dann unterstütze ich dich und wir haben es eigentlich immer hingekriegt. Und dann ist ganz oft, also eigentlich immer, noch Zeit, um noch ein Projekt zu färben, Sockenwolle oder für ein kleineres Tuch oder irgendwie, ja, sowas Kleineres eben. Das kriegen wir dann gut hin und das macht einfach insgesamt richtig, richtig Spaß. Und wir haben immer noch Zeit, um hier gemeinsam zu sein, um uns zu unterhalten, um mitzubekommen und uns auszutauschen. Ich finde einfach diese Runden, also einfach so am Tisch zu sitzen und sich kennenzulernen und gemeinsam zu sein, das ist einfach was, was ganz in uns ja schwingt, schon von ewig her. Und von daher mag ich das einfach, dass wir hier so gemeinsam sind. Die nächsten Färbe-Workshop-Termine für Januar, Februar und März stehen fest. Und ich habe Anfragen von euch bekommen, dass ihr gerne dann im Mai, April oder Juni kommen wollt. Ich werde mal schauen, wann ich es schaffe, die Termine zu terminieren. Ich bin, ich plane einfach nicht so wahnsinnig gerne so langfristig vor, weil ich immer denke, oh, es kann auch alles dazwischen kommen und dann muss ich das verschieben und keine Ahnung, also so, dann, ja. Aber vielleicht planen wir es einfach und dann ist es in die Welt gegeben und dann wird es schon stattfinden und wird schon alles klappen. Ja, genau. Und ich muss mal gucken, wann ich dazu komme, das zu machen. Wie gesagt, an diesem Wochenende bin ich unterwegs bis ganz nach Ostvorpommern an die Ostsee, um mit meinem Papa seinen 75. Geburtstag zu feiern. Und dann nächste Woche müssen wir mal sehen, was dann alles noch ist. Wie gesagt, hier hängen noch ganz, ganz schöne Färbungen. Die kommen in der nächsten Woche auf jeden Fall. So, jetzt habe ich noch was ich euch unbedingt zeigen will, was ganz, ganz neu ist im Non-Röschen-Wolle-Shop. Es gibt neue Garne. Ich konnte nicht widerstehen. Also, die sind einfach schön. Und wenn ich dann so schöne Wolle sehe und ich fasse die an, dann muss ich das irgendwie mittlerweile einfach mit ins Sortiment nehmen. Und ich finde einfach, das ist auch legitim. Dann genießen wir sie halt einfach alle und dann hat es irgendwie was Schönes Neues. Und die West Yorkshire Spinners, ich mag ja diese Garne, also dieses Blueface Lester ja schon total und habe jetzt einfach noch ein bisschen was dazu genommen ins Sortiment von den West Yorkshire Spinners. Und zwar habe ich, mit welcher fangen wir an? Wir fangen mit der an. Die Fable dazu genommen. Ich liebe es ja, wenn die im Strang sind, ne?
Aber die kommt so im Knäuel, im Donut heißt das, glaube ich. Und die ist auch schön. Spart man sich das Wickeln. Und das ist ein Aranyarn. Das heißt, es ist dick. Es ist wirklich richtig schön dick. 166 Meter auf 100 Gramm. Und ich weiß nicht, ob du siehst. Ich meine, die Kamera, das hat hier so einen Flausch. So einen richtig netten, kleinen Flausch. Auch britisches Garn. Von den West Yorkshire Spinners halt. Und alle Fasern in dem Garn sind auch britisch. Und das finde ich einfach total schön, weil das einfach so regional ist. Also jetzt nicht regional niedersächsisch, sondern regional britisch. Aber ja, ich mag es einfach und ich mag die britischen Garne und von daher habe ich es jetzt mit im Programm. Und zwar besteht dieses Garn aus 50% Falklandwolle, aus britischem Alpaka und britischem Mohair. Und diese Falklandwolle und das Alpaka, das sind ja so schöne, wärmende, stabile Fasern, die einfach richtig gut sind zusammen. Und dann noch so ein Hauch Mohair dazu, der das einfach so flauschig macht. Das ist einfach wirklich nett. Also es ist schön, ist einfach richtig schön. Und dann haben sie es auch noch gebürstet hinterher, damit dieser Flausch noch ein bisschen mehr rauskommt und zur Geltung kommt. Und ich kann euch auch sagen, in welchem Prozent das Ganze da drin ist. Also 50% Falklandwolle, 35% Alpaka und 15% Mohair. Einfach richtig, richtig schön. Und natürlich habe ich es angestrickt, geht ja nicht anders. Ich muss das ja probieren und habe es hier auch schon ein bisschen länger liegen. Und bin ich dazu gekommen, es hochzuladen und habe immer gedacht, ja, ich stricke es erst und probiere es erst und so. Und ich stricke mir da draus ein Pullover mit Rollkragen. So sieht's aus. Verstrickt. Und ich freue mich schon so drauf. Also ich muss den jetzt einfach weiter stricken und deswegen auch bis ewig lange in der Nacht, weil das einfach, das macht so einen Spaß. Strickt sich toll mit 5er Nadeln, man ist echt fix. Und ich habe es ohne Strickanleitung gestrickt, einfach so wie mir war, ein Raglan von oben habe ich angefangen. Und also ich habe oben angefangen am Rollkragen und habe dann hier verkürzte Reihen gestrickt hinten lang, damit der Kragen vorne ein bisschen tiefer kommt. Und dann habe ich die Raglan-Schrägen angefangen und habe so weiter gestrickt bis unter den Ärmel. Und jetzt stricke ich vorne und hinten extra, sodass es offen ist. Ich bin gespannt, ob das am Ende so ist, dass ich sage, jo. Ich habe am Wochenende schon ganz viel gestrickt und dann ganz viel wieder aufgemacht, weil es einfach nicht so war, wie ich es gerne haben wollte. Das kann einem ja mal passieren, also ohne Strickanleitung sowieso und mit Strickanleitung ja auch manchmal. Auf jeden Fall habe ich es dann einfach nochmal gestrickt. Das ging ganz gut und jetzt freue ich mich schon drauf, dass er demnächst irgendwann mal anziehbar ist. Also es geht wirklich fix mit diesen 5er Nadeln. Und dieses Garn, weil ich das einfach so schön finde, gibt es jetzt auch für euch im Nonröschen-Wolle-Shop. Und zwar in verschiedenen Farben ist das da zu haben. Und das sind alles so erdige Töne, also so natürliche Töne. Das finde ich auch total schön. Und zwar dieses, was ich hier schon hatte, das ist Elder, die Farbe. Dann haben wir diese Farbe, die finde ich auch richtig mega. Die heißt Titan. Dann haben wir das. Das ist auch schön, oder? Oh, ich liebe es. Auch so schön. Das ist Feather. Diese Farbe ist Faun. Ich würde es euch ja gerne so nebeneinander halten, aber ich glaube, so groß sind meine Hände nicht. Dann haben wir hier Willow. Jetzt ist das auch noch verkehrt rum. So, da ist es so und so. Und hier ist noch eine Farbe, die heißt Sirene. Ja. Und dann noch das Grün. Ich glaube, ich habe sie alle. Geht mal gucken. Da sind schöne Fotos und gut zu sehen. Und ich habe verstrickt in dem Pullover bis hier jetzt ohne Ärmel 200 Gramm. Also ich bin jetzt mit dem dritten Knäuel, habe ich gerade angefangen.
Und ich bin gespannt. Also ich denke, ich werde 6 brauchen. 600 kann auch ein bisschen mehr sein. Es wird ja ein bisschen weiter. Mal gucken. Also ja, ich werde ganz, ganz, ganz schnell stricken, damit ich euch das erzählen kann. Das ist das eine rechtlich neue Garn im Non-Röschen-Wolle-Shop. Und es gibt noch ein neues Garn, auch von Invest Yorkshire Spinners. Und das ist dieses hier. Das ist ein ganz besonderes Leckerli. Das ist Shetland-Wolle von den Shetland-Inseln. Und das merkt man auch. Und es ist ein Roving-Yarn, wie man das so schön sagt auf Englisch. Und das bedeutet, es ist ein Single-Faden. Und zwar ist der einmal gesponnen, also einmal gedreht. Es ist schon gesponnen, aber es ist dann nicht nochmal verzwirnt. All die anderen Garne, ich glaube, hier bei der sieht man es gut, das ist die Loch Lomond. Die sind ja gesponnen und dann nochmal miteinander verzwirnt. Genau, so sieht's aus. Und bei der Sockenwolle ist das ganz fein gemacht. Das ist vierfach gezwirnt, das ist doppelt gezwirnt, also zwei Fäden miteinander verzwirnt. Bei der sind auch zwei Fäden gesponnen und dann miteinander verzwirnt. Und bei der ist quasi einmal gesponnen und dann ist es ein Single-Yarn und dann nicht nochmal verzwirnt. Was bedeutet, wenn du das strickst, dann flufft das noch so ein bisschen auf, auch wenn man es benutzt und trägt. Also es hat so einen schönen handgesponnenen Effekt. Und Shetland-Wolle ist ja relativ robust, kann man sagen. Das merkt man auch. Also es ist einfach eine richtig, richtige Schafwolle. Und dadurch, dass die eben so weich versponnen ist, kommt da so ein Volumen rein und es kommt da so eine besondere Weichheit rein. Ich finde die super schön für Pullover, die wirklich was können sollen. Also da hast du alle Vorteile von Wolle, die es einfach nur gibt. Ich liebe es, ich habe mir ja immer mal wieder so handgesponnene Pullover gestrickt, also aus handgesponnener Wolle, ganz bunt. Und das hat so eine ganz bestimmte Art. Ja, das ist halt einfach so richtig schön Wolle. Und ich liebe es, diese Pullover überzuziehen anstelle von der Jacke. Und das könntest du mit diesem Garn eben auch machen, anstelle von der Jacke das anziehen. Super, super schön. Ich würde es jetzt nicht stricken unbedingt für irgendwas, was so ganz am Hals ist oder so. Also das kann sein, dass das ein bisschen pieksig ist dann für dich. Da würde ich dir vielleicht lieber ein anderes Garn, zum Beispiel die Blue Lester oder die Chiqui Merino Joy oder die Big Merino Hack, wenn du was Dickes haben willst, von Rose Green empfehlen. Das ist einfach ein bisschen mehr Komfort am Hals. Aber für so ein Pullover oder so eine richtig schöne Jacke ist das einfach ein richtig, richtig tolles Garn. Im Newsletter habe ich eine Strickanleitung verlinkt. Da könntest du mal gucken und ich werde sicherlich auch nochmal im Blog darüber schreiben. Habe ich aber jetzt gerade noch nicht und dann können wir mal gucken. Ich packe euch einfach den Link zur Strickanleitung unter das Video. Ich hoffe, ich denke dran. Sonst müsst ihr nochmal einen Kommentar schreiben und fragen. Da gibt es einen ganz, ganz schönen Pullover, wirklich aufwendig schön, also wirklich richtig gut zum Stricken aus diesem Garn von den West Yorkshire Spinners. Und ich bin ganz froh, dass ich es jetzt erstmal im Shop habe. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Das sind ja immer so diese Garne, in die ich mich dann so rein verliebe. Und da muss ich immer mal gucken, mögt ihr es denn? Wie sieht es denn bei euch aus? Und ja, also ich mag es sehr. Es gibt 4 Farben und zwar sind die angelehnt an die 4 Elemente. Und zwar haben wir hier einmal Turning Tides, als Wasser wahrscheinlich, soll das ans Wasser erinnern. Das ist Rolling Hills. Einfach auch sehr, sehr, sehr schön. Dann noch einmal so rum, dann sieht man es besser. Dann hängen da nicht die Schildchen so. Das ist Fire. Und zwar Fired Earth. Und das ist Stormy Skies. Das sind die Farben, die es gibt. Und die sind einfach super, super schön. Das mustert auch total schön. Also man sieht einfach, das sieht wirklich wie handgesponnen aus. Ganz, ganz toll und das ist ein Hingucker. Ja, das sind die neuen Garne im Dornröschen-Wolle-Shop. Da kannst du mal stöbern und mal gucken. Und ich kann euch noch von der Loch Lomond erzählen. Die habe ich auch gerade noch mal rausgeholt, einfach weil ich diesen Pullover so mag.
Das ist einfach so, ich habe den gestrickt und ich trage den wirklich sehr, sehr gerne, weil der so leicht ist. Und es ist einfach ein leichter, wunderbarer Roundabout-Pullover. Kann man nur empfehlen, ein Allrounder sozusagen. Und da gibt es ganz, ganz schöne Farben auch. Und zwar Weinrot und Rot. Und ich habe das Anthrazit da. Und es gibt noch ein paar von den Rosa-Strängen. Das ist eine Farbe, die läuft aus. Ich habe noch ein paar vorrätig, also wenn du sie haben möchtest, dann schau einfach mal. Dann gibt es Erika, das ist diese hier. Wir haben so ein schönes dunkles Nachtblau. Es gibt Wiese und Pinie und Petrol und Karamell. Das sind die Farben, wo du jetzt gerade mal gucken kannst. Ja, ich werde jetzt noch einmal runtergehen in die Färbeküche und die ganzen schönen gefärbten Stränge auswaschen und auf die Leine hängen, dass die hier übers Wochenende trocknen können und dann in der nächsten Woche online gehen können. Das finde ich einfach ganz schön und ja, werde heute Abend noch den Newsletter vorbereiten, dass das einfach alles schön fertig ist, bevor ich dann losfahre morgen. Wie gesagt, ich nehme es am Mittwoch auf und bin am Freitag Kuchen essen und durchschlemmen werde ich mich und einfach mit meiner ganzen Familie unterhalten. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja, ich wünsche dir ein richtig schönes Wochenende. Genieß es sehr, strick was Tolles, bleib einfach dabei, geh stöbern im Dornröschenwolle-Shop. Vielleicht gefällt dir eins der neuen Garne, vielleicht sagst du, hey, ich nehme was Altbewährtes, was ich einfach immer schon gut mochte, dann geh einfach da mal gucken. Also es gibt so eine schöne, wundervolle Auswahl im Dornröschenwolle-Shop, auch noch viele handgefärbte Stränge, siehst du da hinten. Die From Greater with Love ist auch toll für Pullover, ich kann gar nicht alle immer zeigen. Und wahrscheinlich wird es dann auch ein bisschen langweilig, wenn ich jede Woche immer die gleichen Sachen zeige. Aber so ist es. Also es ist ein Wollstrick-Podcast sozusagen. Weiß ich nicht, ob man das so nennt. Auf jeden Fall nenne ich es jetzt einfach so. Und von daher freue ich mich, wenn du dabei bist und immer mal wieder reinschaust. Folg mir gerne auf Instagram, folg mir auf Facebook, folg mir auf Ravelry, wollte ich sagen, auf Ravelry gibt es eine Strickgruppe so rum. Auf Facebook gibt es auch eine Strickgruppe, wo man sich gut verbinden kann mit den anderen nochmal. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, wenn du stöbern gehst und du kannst dich darauf freuen, dass du einfach ein richtig, richtig schönes Paket bekommst. Ganz, 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 ganz wundervoller Wolle. Ja, viel Spaß beim Stöbern, viel Spaß beim Aussuchen und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder, denke ich, zur Garnvorstellung. Und dann kannst du schon gespannt sein, welches Garn denn da einen kleinen Goodie-Rabatt bekommt. Hab's fein, genieß es und wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao, deine Christine.